In den meisten deutschen Haushalten findet sich ein Staubsauger zur Reinigung von Parkett, Teppich, PVC oder Laminatböden. Ob beutellos, mit Wasserfilter und Staubbeutel oder mit einem Akku, die Vielfalt ist groß, da fällt die Entscheidung des richtigen Modells beim Hausputz nicht leicht. Bei der Wahl des richtigen Saugers spielen das Fassungsvolumen, die Leistung, der Energieverbrauch, das Teleskoprohr, die Düsen, die Saugleistung und die Extras eine Rolle. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Philips Power Pro Compact Staubsauger. Der Philips Power Pro Compact ist ein beutelloser Staubsauger mit einem Staubvolumen von 1,5 Litern und zahlreichen Bürsten für unterschiedliche Böden. Die integrierte PowerCyclone 5 Technologie verspricht laut Herstellerangaben, dass der Sauger den Staub in einem Durchgang von der Luft trennt, was sich positiv auf die Energieeffizienz und Reinigungsleistung auswirkt. Mithilfe der durchdachten Technologie soll der Luftwiderstand reduziert werden. Die 3-in-1 triaktive Düse kann groben und feinen Schmutz entfernen. Wie funktioniert die ausgereifte PowerCyclone 5 Technologie? Laut Hersteller ist der Staubsauger mit einer Technologie ausgestattet, mit deren Hilfe eine Trennung von Staub und Luft zur Verbesserung der Leistung und des Luftstroms möglich sein soll. Dank der speziellen Konstruktion kann die Luft schneller in den Staubsauger gelangen als bei anderen Modellen. Der geschwungene Luftkanal befördert die Luft in der Zyklonkammer nach oben, dadurch wird sie vom Staub getrennt. Der Schmutz oder Krümel gelangen in den Staubbehälter, damit er sich nicht in der Zyklonkammer festsetzen kann. Wenn Sie einen leistungsstarken Staubsauger suchen, ist der Philips Power Pro Compact ein geeignetes Modell. Laut Nutzerbewertungen bei Amazon punktet der Sauger mit seinem in der Länge verstellbaren ergonomischen Griff. Das ActiveLock-System verspricht eine unkomplizierte Installation, die Staubsaugerdüsen werden einfach aufgesteckt und rasten ineinander ein. Mit einem Gewicht von 4,5 Kilogramm sollte das Modell der Energieeffizienzklasse A keine Schwierigkeiten bereiten. Der Blick auf die Verbrauchswerte im Staubsaugervergleich zeigt auf, dass der Philips-Sauger ein verbrauchsamer Staubsauger ist. Mit einer Motorleistung von 650 Watt und einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 24,3 Kilowattstunden reiht sich das Gerät im unteren Bereich ein, wenngleich die Wattzahl keine komplette Aussage über die Saugstärke zulässt. Dank der HEPA-Filterung gelangt laut Philips nur wenig Staub zurück an die Luft, um die Reinigung gründlicher zu machen. Der Power Pro Compact hat außerdem eine automatische Leerenfunktion. Den Herstellerangaben zufolge sollten Sie den Motorfilter und den Motoreinlassfilter alle 3 Monate reinigen. Nach etwa einem Jahr müssen Sie den Abluftfilter, den Sie direkt bei Philips bekommen, tauschen. Was ist ein Allergiefilter? Dieser Staubsauger besitzt einen speziellen HEPA-Filter, der noch mehr Feinstaub aufnehmen soll. Feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben bleiben demnach im Auffangbehälter, was vor allem Asthmatikern zugutekommt. Wie ein Filterwechsel bei einem beutellosen Staubsauger vorgenommen wird, erläutert Philips in diesem Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Bosch Unlimited Pro Power Serie 8 zweite Generation Staubsauger. Der Bosch Unlimited Pro Power Serie 8 zweite Generation Staubsauger ist akkubetrieben und bietet damit einen unendlich großen Aktionsradius. Ein Akku mit einer Kapazität von 3 Amperestunden und somit einer guten Akkuleistung gehört ebenso zum Lieferumfang wie ein Ladegerät und eine Wandhalterung, in die sich das Ladekabel integrieren lässt. Laut Hersteller beträgt die Akkulaufzeit bis zu 45 Minuten, abhängig von der gewählten Leistungsstufe und dem Untergrund. Das Aufladen dauert bis zu 5 Stunden. Schneller geht es mit dem separat erhältlichen Schnellladegerät, in 70 Minuten ist der Staubsauger wieder einsatzbereit. Kundenbewertung: 159 Amazon-Bewertungen. Bosch BHZUC18N Schnellladegerät für Akkustaubsauger. Preisverlauf: 39,99 €. Jetzt zu Amazon: 33,31 €. Jetzt zu Idealo: 42,99 €. Jetzt zu Otto: 22,47 €.
Jetzt zu ProShop. 34,49 €. Jetzt zu Expert. 36,99 €. Jetzt zum Shop. Verbraucherhinweis. Gegenüber der ersten Generation hat Bosch an einigen Punkten nachgebessert. Denn die elektrisch angetriebene Bodenbürste ist neuerdings mit LED beleuchtet, sodass dem Nutzer kein Krümel auf dem Fußboden mehr entgehen kann. Zudem passt sich die Saugleistung im neuen Automodus automatisch dem Untergrund an. Ein manuelles Einstellen ist nicht notwendig. Dieses System soll dabei helfen, die Laufleistung des Staubsaugers zu erhöhen. Hygienische Filterreinigung. Bei vielen Staubsaugern ist der Reinigungsaufwand der Filter ein zusätzliches Ärgernis. Doch bei dem Bosch Unlimited Pro Power Serie 8 zweite Generation Staubsauger lässt sich der Filter ohne Waschen reinigen. Einfach den Deckel der Staubbox entfernen und das rote Rad drehen. Staub und Schmutz rütteln sich vom Filter ab und er ist wieder sauber. Viele Heimwerker dürfen sich freuen, denn alle Akkus der aktuellen Akkuwerkzeuge aus der grünen Serie von Bosch sind mit dem Staubsauger kompatibel. Wer solche Werkzeuge sein eigen nennt und die passenden Akkus zusätzlich für den Staubsauger verwendet, kann also die Laufzeit des Staubsaugers weiter erhöhen. Die Düse des Geräts lässt sich um 180 Grad drehen, um mehr Flexibilität für schwierige Stellen bieten zu können. Eine lange und flexible Düse ist für schwer erreichbare Stellen wie Fugen oder hinter Möbeln im Lieferumfang enthalten. Ein Nachteil ist das vergleichsweise geringe Volumen der Staubbox, nur 0,4 Liter passen hinein. Der nächste Produkt ist Bosch BHZUC 18N Schnellladegerät für Akku-Staubsauger Bosch Unlimited Pro Power Serie 8 zweite Generation Staubsauger. Gegenüber der ersten Generation hat Bosch an einigen Punkten nachgebessert. Denn die elektrisch angetriebene Bodenbürste ist neuerdings mit LED beleuchtet, sodass dem Nutzer kein Krümel auf dem Fußboden mehr entgehen kann. Zudem passt sich die Saugleistung im neuen Automodus automatisch dem Untergrund an. Ein manuelles Einstellen ist nicht notwendig. Dieses System soll dabei helfen, die Laufleistung des Staubsaugers zu erhöhen. Hygienische Filterreinigung. Bei vielen Staubsaugern ist der Reinigungsaufwand der Filter ein zusätzliches Ärgernis. Doch bei dem Bosch Unlimited Pro Power Serie 8 zweite Generation Staubsauger lässt sich der Filter ohne Waschen reinigen. Einfach den Deckel der Staubbox entfernen und das rote Rad drehen. Staub und Schmutz rütteln sich vom Filter ab und er ist wieder sauber. Viele Heimwerker dürfen sich freuen, denn alle Akkus der aktuellen Akkuwerkzeuge aus der grünen Serie von Bosch sind mit dem Staubsauger kompatibel. Wer solche Werkzeuge sein eigen nennt und die passenden Akkus zusätzlich für den Staubsauger verwendet, kann also die Laufzeit des Staubsaugers weiter erhöhen. Die Düse des Geräts lässt sich um 180 Grad drehen, um mehr Flexibilität für schwierige Stellen bieten zu können. Eine lange und flexible Düse ist für schwer erreichbare Stellen wie Fugen oder hinter Möbeln im Lieferumfang enthalten. Ein Nachteil ist das vergleichsweise geringe Volumen der Staubbox, nur 0,4 Liter passen hinein. Der nächste Produkt ist Siemens VSC3320IQ300 Staubsauger. Der Siemens VSC3320IQ300 Staubsauger ist ein typischer Bodenstaubsauger mit Beutel und Teleskoprohr. Mit einer Leistung von 600 Watt ausgestattet sorgt er für eine ordentliche Saugleistung auf allen Bodenarten. Sowohl für die Energieeffizienz als auch für die Reinigungsklassen auf Teppich und Hartboden arbeitet das Gerät in der Klasse A, was die Staubemissionen angeht, hat Siemens bei diesem Modell ebenfalls die höchste Klasse erreicht. Hartbodendüse für Parkett, dieser Staubsauger von Siemens hat neben einer Fugen-, Polster- und umschaltbaren Rollendüse eine spezielle Hartbodendüse im Zubehör enthalten. Diese eignet sich besonders für Parkett und Laminat. Um das Volumen bestens zu nutzen, empfiehlt Siemens die Nutzung der firmeneigenen Staubbeutel, mit denen bis zu 60% mehr Saugleistung und eine beste Reinigungsleistung möglich sein sollen. Kundenbewertung. 10.317 Amazon-Bewertungen. Siemens PowerProtect Typ G als Staubsaugerbeutel. Preisverlauf. 24,89 €. Jetzt zu Amazon. 22 €. Jetzt zu Idealo. 28,99 €.
Jetzt zu Otto. Preis prüfen. Jetzt zu eBay. 22,38 €. Jetzt zu Büroshop 24. 23,79 €. Jetzt zu Alternate. Verbraucherhinweis. Das Filtersystem ist für Allergiker geeignet und der Filter ist waschbar. Mit einem 7 Meter langen Kabel und dem Teleskoprohr erreicht der Siemens VSC3320IQ300 Staubsauger einen Aktionsradius von 10 Metern. Eine Park- und Abstellhilfe sorgt für ordentliches und platzsparendes Verstauen aller Komponenten. Eine Filterwechselanzeige ist integriert. Während des Betriebs erzeugt der Staubsauger einen Lärmpegel von 79 Dezibellen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Siemens PowerProtect Typ G als Staubsaugerbeutel Miele S8360 Staubsauger. Das Filtersystem ist für Allergiker geeignet und der Filter ist waschbar. Mit einem 7 Meter langen Kabel und dem Teleskoprohr erreicht der Siemens VSC3320IQ300 Staubsauger einen Aktionsradius von 10 Metern. Eine Park- und Abstellhilfe sorgt für ordentliches und platzsparendes Verstauen aller Komponenten. Eine Filterwechselanzeige ist integriert. Während des Betriebs erzeugt der Staubsauger einen Lärmpegel von 79 Dezibellen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Miele S8360 Staubsauger. Der Powerline S8360 von Miele bringt viele Eigenschaften mit, die seinen Vorgänger S8340 bereits auszeichnen. Dazu gehört ein Verriegelungssystem, das nach Herstellerangaben nur einem Klick alles sicher miteinander verbindet. Bodendüse, Saugrohr und Handgriff rasten demnach fest und hörbar ineinander und die Verbindung lässt sich leicht per Knopfdruck wieder lösen. Kampferkabelaufwicklung mit einem Tipp: Wie das Vorgängermodell hat auch der S8360 die spezielle Kampferkabelaufwicklung. Sie soll für eine extra schnelle und bequeme Bedienung sorgen, indem sich das gesamte Kabel mit nur einem Tipp auf die Fußtaste automatisch einfahren lässt. Im Unterschied zum S8340 bietet der S8360 die Möglichkeit, neben dem normalen AirClean-Filter von Miele bei Bedarf einen HEPA-Filter zu nutzen. Dadurch eignet sich das Modell nun auch für Allergiker. Gleich geblieben ist das Gewicht, das mit 7,26 Kilogramm allerdings recht hoch ist. Zudem ist die neuere Version etwas länger und breiter geworden, die Höhe ist gleich geblieben. Die Maße lauten nun 49,6 x 28,4 x 22,7 cm, Länge mal Breite mal Höhe. Verglichen mit dem Vorgänger hat der Miele Staubsauger eine weiterentwickelte Bodendüse. Wie der Hersteller bei Amazon angibt, ist sie dichter gestaltet und erzielt bessere Reinigungsergebnisse. Der für einen kabelgebundenen Staubsauger sehr gute Aktionsradius von 12 Metern ist ebenso weiter vorhanden wie der vergleichsweise moderate Geräuschpegel von 77 Dezibellen. Zur weiteren bewährten Ausstattung gehören unter anderem Rundum-Möbelschutzleiste, automatische Staubbeutelpositionierung, Anzeige Staubbeutelwechsel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Klatronic BS1301N Staubsauger Zilan Aqualotus Staubsauger. Bei dem Klatronic BS1301N Staubsauger handelt es sich um ein eher einfaches Modell für den täglichen Einsatz. Mit einer Leistung von 700 Watt und einem Aktionsradius von 8,50 Metern ist er für den Einsatz in allen Räumen der Wohnung bestens geeignet. Das Kabel lässt sich automatisch aufwickeln und die Parkfunktion ermöglicht eine platzsparende Unterbringung, wenn die Arbeit erledigt ist. Das 84 cm lange Teleskoprohr lässt sich laut Hersteller per Knopfdruck auf die gewünschte Länge einstellen. Besonders praktisch bei dem BS1301N Staubsauger von Klatronic ist die Aufbewahrungsmöglichkeit für das zahlreich vorhandene Zubehör. Denn anstatt wie bei den meisten anderen Bodenstaubsaugern befindet sich dieses nicht am Staubsauger selbst, sondern lässt sich direkt am Saugrohr befestigen. Auf diese Weise ist jedes Zubehörteil schnell erreichbar, ohne das Saugrohr zur Seite legen zu müssen. Der Klatronic BS1301N ist ein Beutelstaubsauger. Eine elektronische Anzeige informiert darüber, ob der Beutel gewechselt werden sollte. Ein Mikrofiltersystem und ein HEPA-Auslassfilter machen den Staubsauger auch für Allergiker zu einer guten Wahl.
Die gummierten Laufrollen garantieren, dass empfindliche Bögen keinen Schaden davontragen. Mit dem Tragegriff lässt sich das Gerät leicht von A nach B transportieren. Eine elektronische Leistungsregelung hilft beim Energiesparen. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem BS1300, ist der BS1301 leiser. Die Geräuschentwicklung beträgt laut Hersteller nur 76 anstatt 82 Dezibel. Zudem ist bei dem BS1301N mehr Zubehör enthalten. Neben der umschaltbaren Bodendüse für Teppichböden mit niedrigem und hohem Flor und der kombinierten Bürst- und Fugendüse ist eine spezielle Parkettdüse für Parkett, Laminat und Fliesen sowie eine 360-Grad-Rundbürste mit dabei. Viel Zubehör im Lieferumfang. Der Klatronic BS1301N ist in unserem Vergleich einer der Staubsauger mit dem meisten Zubehör. Denn mit jeweils 3 Düsen und 3 Bürsten im Lieferumfang bringt es der Klatronic-Sauger auf mehr Zubehör als die meisten anderen Staubsauger. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Zilan Aqualotus Staubsauger. Der Zilan Aqualotus Staubsauger ist mit einem Wasserfilter ausgestattet und lässt sich ohne Beutel nutzen. Zudem sind nicht nur normale Verschmutzungen wie Staub und Dreck, sondern auch Flüssigkeiten mit dem Staubsauger aufsaugbar. Der Motor ist durch Schutzmaßnahmen vor Wassereintritt geschützt. Der Zilan Aqualotus hat eine Leistung von 2000 Watt, was vergleichsweise hoch ist. Die Saugkraft lässt sich regulieren. Preislich ordnet sich der Zilan Aqualotus im niedrigen Bereich ein. Statt eines Teleskoprohrs ist das Gerät mit einem flexiblen Schlauch ausgestattet. Der Schmutzwasserbehälter hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern. Nach Gebrauch soll dieser ausgeleert und nach der Entleerung ausgespült werden. Der Staubsauger ist laut Hersteller nicht nur für die Reinigung innen, sondern auch für außen geeignet. Zum Zubehör gehört die Bodendüse sowie eine Fugen- und eine Sofadüse. Leider macht der Hersteller keine Angaben zu der Kabellänge, dem Aktionsradius oder dem Gewicht. Der Staubsauger misst 35x35x55 cm. Wasserfilter statt Beutel mit Filter. Herkömmliche Staubsauger besitzen einen Beutel mit integriertem Filter, Zilan hingegen stattet den Aqualotus mit einem Wasserfilter aus, der den Schmutz mit sehr hoher Geschwindigkeit verwirbelt. Über die Düse saugt er die Schmutzpartikel durch den Schlauch in das Innere des Staubsaugers, wo sie durch den Wasserwirbel aus der Luft gefiltert und mit dem Wasser gebunden werden. Auf diese Weise besteht laut Hersteller die Möglichkeit, den Schmutz auf dem Boden aufzusaugen und die Luftqualität im gesamten Haus zu verbessern. Der nächste Produkt ist Rowenta Compact Power RO4825 Staubsauger Amazon Basics Staubsauger. Der Rowenta Compact Power RO4825 Staubsauger ist ein Bodenstaubsauger ohne Beutel mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern und einer Leistung von 550 Watt. Er ermöglicht nach Angaben des Herstellers die Reinigung von Wohnräumen aller Größen. Ausgestattet ist das Modell mit einem laut Rowenta effizienten Effitec-Motor für eine gute Staubaufnahme, der gleichzeitig den Energieverbrauch deutlich senken soll. Das CleanExpress-System des Bodenstaubsaugers erleichtert laut Hersteller das Verwalten von Staub. Das Entleeren des Staubbehälters soll in nur 4 simplen Schritten erfolgen. Der Rowenta Compact Power RO4825 Staubsauger nutzt laut Rowenta eine moderne Zyklonsystemtechnik, die eine optimale Trennung von Staub und Luft für anhaltend gute Reinigungsergebnisse ermöglicht. Der Staubsauger hat laut Hersteller einen hocheffizienten Saugkopf, der 99,98% des vorhandenen Staubs direkt beim Gleiten aufnimmt. Das integrierte Stromkabel hat eine Länge von 6,2 Metern und erlaubt so einen Aktionsradius von bis zu 8,8 Metern. Im Lieferumfang des Modells befinden sich laut Hersteller eine 2-in-1 Fugendüse mit ausklappbarer Bürste und eine Möbelbürste im Griff. Der Bodenstaubsauger ist ausschließlich in einem schwarz-grauen Farbdesign erhältlich und kann 10 Jahre lang repariert werden. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 2 Jahren. Der nächste Produkt ist Amazon Basics Staubsauger AEG VX62i5 Staubsauger. Der beutellose Zyklonzylinderstaubsauger der Marke Amazon Basics saugt mit einer Leistung von 700 Watt. Er sammelt bis zu 1,5 Litern Staub in seinem Auffangbehälter. Mit Parkett,
Polster- und Hartbodendüsen eignet sich der Staubsauger laut Hersteller für Hart- und Teppichböden. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, den Staubsauger von Amazon Basics gibt es sowohl als beutelloses Zyklonzylindermodell als auch als gewöhnlichen Beutelstaubsauger. Zudem ist er mit Staubbehältern in vier unterschiedlichen Größen zu haben, 1,5, 2, 2,5 und 3 Liter. Somit ist der Staubsauger das Modell mit der größten Auswahlmöglichkeit in unserem Vergleich. Mit seiner Zyklontechnik bietet der Staubsauger laut Amazon eine starke Saugkraft, mit der er Schmutz, Staub, Tierhaare und andere Fremdkörper effektiv ansaugt. Durch seinen HEPA-Hygiene-Filter reinigt er nicht nur den Boden, sondern fängt laut Hersteller auch 99,5% aller feinen Partikel aus der Luft ein. Der geschätzte Stromverbrauch des Amazon Basics Staubsauger beträgt 23,4 Kilowattstunden pro Jahr, der maximale Geräuschpegel beim Saugvorgang 78 Dezibel. Der Staubsauger hat ein Gewicht von 5,3 Kilogramm und misst 36,3 x 29,3 x 24,6 cm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist AEG VX62i5 Staubsauger Dyson V15 Detect Staubsauger. Der Staubsauger VX62i5 besitzt ein innovatives Lüftungssystem und erzielt laut AEG ein gründliches Saugergebnis. Das Modell besitzt die Energieeffizienzklasse A und hat eine Leistung von 800 Watt. Im Lieferumfang sind 5 Staubbeutel enthalten. Der integrierte Hygiene-Filter E12 soll kleinste Partikel wie Pollen oder Sporen aus der Luft filtern, was für Allergiker wichtig ist. AEG setzt hier auf 360-Grad-Motion-Technology-Rollen, die den Staubsauger mit Beutel wendiger machen sollen. Zubehör lässt sich gut verstecken, das Zubehör ist unter dem Accessoire-Deckel beim Staubsauger AEG VX62iW5 versteckt. So können Sie die Staubsaugerbeutel und Filter leichter erreichen. In Bezug auf das Gesamtgewicht liegt dieses Modell mit 4,26 Kilogramm im Mittelfeld unter den Staubsaugern. Das Gerät hat einen Aktionsradius von 9 Metern für die gewöhnlichen Anforderungen. AEG hat das Luftführungssystem nach eigenen Angaben verbessert, was sich in einer gründlichen Staubaufnahme bemerkbar machen soll. Gleichzeitig verbraucht der Staubsauger 60% weniger Strom als vergleichbare Geräte mit einer deutlich höheren Leistung von 2200 Watt. Die weichen Softräder sollen empfindliche Böden schonen, ohne die Reinigungsleistung zu vernachlässigen. Am Handstück lassen sich Polsterdüse und Fugendüse festmachen. Der Beutel des Saugers fasst 3,5 Liter für mehr Effizienz. Sie haben die Möglichkeit, die Saugleistung stufenlos zu regeln und auf Ihr Zuhause abzustimmen. Wann gab es den ersten Staubsauger? Der Hausmeister James Murray Spangler bastelte 1906 aus einem Kasten, einem Ventilator und einem Kissen den ersten Staubsauger. Neben dem Luftsog sorgte eine rotierende Bürste für die zuverlässige Schmutzaufnahme. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Dyson V15 Detect Staubsauger Miele Classic C1 Powerline Staubsauger. Wie der Vorgänger V11 passt der Dyson Staubsauger V15 Detect die Saugkraft mit Hilfe eines piezoelektrischen Sensors automatisch an. Es gibt drei Saugmodi, wobei der Eco-Modus für eine längere Laufzeit sorgt, während sich der Boost-Modus für kurzes intensives Reinigen eignet. Eine deutliche Verbesserung stellt das zahlreiche Zubehör dar, zu dem unter anderem eine Haardüse gehört, um Hundebettchen und Co. zu reinigen. Neben Akku, Ladegerät, Zubehörhalterung, Wandhalterung und Adapter setzt sich der Lieferumfang wie folgt zusammen. Torque Drive Bodendüse, Haardüse, Fugendüse, Slim Fluffy Laserdüse mit Stauberkennung, Kombi Zubehördüse, Extra Soft Bürste, Extra Hard Bürste. Neu ist, dass ein farbiges LC-Display nun in Echtzeit Größe und Menge der aufgesaugten Staubpartikel anzeigt. Vorher befand sich an der Stelle eine Ladeanzeige des Akkus. Letzterer hat nunmehr mit 60 Minuten nur noch die Hälfte der Laufzeit, was aber für einen Akkustaubsauger immer noch gut ist. Zudem betont der Hersteller, dass die Saugkraft die gesamte Zeit über konstant hoch bleibt. Mit Laser. Der Akkusauger von Dyson ist mit einem Laser ausgestattet, was eine Neuerung im Vergleich zum V11 darstellt.
Der Laser macht laut Hersteller unsichtbare Staubpartikel auf Hartböden sichtbar. Das Staubbehältervolumen des beutellosen V15 hat sich minimal auf 0,77 Liter erhöht, vorher waren es 0,76 Liter. Bei dem neuen Modell hebt Dyson die Root Cyclone-Technik hervor, bei der 14 Basiszyklone demnach hohe Zentrifugalkräfte erzeugen, damit Schmutz und Staub aus dem Luftstrom entfernt werden. Das soll dafür sorgen, dass kein Saugkraftverlust entsteht. Optisch unterscheidet sich der V15 in der Farbe, er ist jetzt überwiegend in Silber gestaltet, mit einigen orangen Details. Die Abmessungen sind in etwa gleich geblieben, das Gewicht hat sich um 500 Gramm auf 3,1 Kilogramm erhöht. Wann ist der Kauf eines Akkusaugers sinnvoll? Wer sich eine höhere Bewegungsfreiheit beim Reinigen wünscht und sich nicht mehr von einem Kabel einschränken lassen möchte, ist mit einem Akkustaubsauger gut beraten. Im direkten Vergleich zu den Staubsaugern mit Stromleitung ist allerdings keine Reinigung von Langflorteppichen möglich, da Akkusauger sich nur für kurzflorige Teppiche eignen. Die Leistung ist auf etwa 30 bis 60 Minuten limitiert. Außerdem haben diese Geräte meist keinen Beutel. Der nächste Produkt ist Miele Classic C1 Powerline Staubsauger. Wie der Hersteller angibt, ermöglicht der Miele Staubsauger Classic C1 Powerline mit seinem 800 Watt Motor ein stromsparendes Staubsaugen. Das Kampferteleskoprohr bietet demnach eine sehr komfortable Höhenverstellung. Hinzu kommt ein 6-stufiger Drehregler zur elektronischen Saugkraftregulierung. Die Universalbodendüse soll vielseitig einsetzbar sein. Außerdem gehören Polsterdüse, Fugendüse und Saugpinsel mit Kunststoffborsten zum Lieferumfang. Parksystem mit automatischer Abschaltung. Der Miele Staubsauger ist mit einem Parksystem für Saugpausen ausgestattet. Wenn das Saugrohr samt Bodendüse am Heck geparkt wird, schaltet sich der Motor automatisch aus. Das erspart laut Hersteller lästiges Bücken, während das Saugrohr demnach griffbereit und sicher steht. Dem Hersteller zufolge hat der Staubsauger von Miele ein praktisches und sicheres Verriegelungssystem, um Bodendüse, Saugrohr und Handgriff fest miteinander zu verbinden. Mit Saugzubehör wiegt er 5,8 Kilogramm. Der Aktionsradius beträgt bei 5,5 Metern Kabellänge insgesamt 9 Meter. Der Staubbehälter hat ein Volumen von 4,5 Litern. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Severin S-Power BC 7045 Bodenstaubsauger. Der Severin S-Power BC 7045 verfügt über 750 Watt und die Energieeffizienzklasse A. Das Fassungsvolumen des Staubsaugerbeutels liegt bei 3 Litern, um die Folgekosten in Grenzen halten. Mit dem 90 cm XL EasyTouch Teleskoprohr erreichen Sie laut Severin alle Ecken und schwer zugängliche Stellen in der Wohnung. Durch das Power Airflow-System soll der Sauger seine maximale Leistung ausschöpfen. Umfangreich fällt auch das Zubehörpaket aus, die Lieferung umfasst mehrere Hartbodendüsen und spezielle Aufsätze. Dieser Staubsauger wiegt 3,9 Kilogramm. Der Lautstärkepegel beträgt 72 Dezibel. Pollen und Feinstaubpartikel soll der integrierte HEPA-Filter aus der Luft ziehen. Mit diesem Gerät können Sie Teppiche, Polster und Hartböden von groben Verschmutzungen befreien. Das Power Airflow-System gewährleistet eine stufenlose Regulierung der Leistung. Dieses Modell ist für mittelgroße Flächen geeignet und verspricht laut Hersteller einen Aktionsradius von 9 Metern bei einer Schlauchlänge von 180 cm. Wahlweise tragen Sie den Staubsauger am Tragegriff und stellen das EasyTouch-Stahlrohr auf Ihre Körpergröße ein. Das Modell punktet laut Hersteller mit seiner Parkhilfe in einer praktischen Verstauposition und mit einer 3-Punkt-Lenkung. Die Turbobürste, die Polsterdüse und die Beutel lassen sich auf die Anforderungen der Fußböden im eigenen Zuhause einstellen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Klatronic BS 1306 Staubsauger. Der Staubsauger BS 1306 von Klatronic ist mit einem Multifiltersystem sowie einem HEPA-Filter ausgestattet. Sein zweiteiliges Aluminiumrohr kann auf eine Länge zwischen 35 und 75 cm ausgezogen werden. Er hat ein vergleichsweise geringes Gewicht von 2,3 kg sowie eine umschaltbare Bodenbürste. Außerdem gehören ein Bürstenaufsatz sowie eine Fugendüse zum Lieferumfang.
Die mitgelieferte Wandhalterung soll einer platzsparenden Unterbringung dienen. 2-in-1 Staubsauger. Der EcoCyclon-Sauger kann sowohl als Boden- als auch als Handstaubsauger zum Einsatz kommen. In letzterem Fall eignet er sich nach Herstellerangaben beispielsweise zum Absaugen von Polstern, Möbeln, Gardinen, Bilderrahmen, Computern, Büchern oder dem Inneren des Autos. Die Energieeffizienzklasse lautet A+ und als Stromverbrauch nennt Klatronic 19,9 Kilowattstunden pro Jahr. Laut Hersteller ist der beutellose Staubsauger leicht zu reinigen, leider fehlen Angaben zur Größe des Staubbehälters sowie zu den Abmessungen des Gerätes. Die Kabellänge beträgt 6,5 Meter. Außerdem ist der Staubsauger in 2 Farben erhältlich. Was ist das Besondere bei Staubsaugern ohne Beutel? Der größte Vorteil ist, dass die Kosten für Staubbeutel gespart werden. Gleichzeitig ist auf die Filter zu achten. Sie sind oftmals mit hohen Kosten verbunden und müssen häufig ausgetauscht werden. Bestenfalls besteht die Möglichkeit, den Filter auszuspülen, um ihn seltener auszutauschen. Der nächste Produkt ist Bosch BGL 35 MON 13 Bodenstaubsauger Moveon. Der Bodenstaubsauger Moveon mit Energieeffizienzklasse A bietet laut Hersteller eine langanhaltende Reinigungsleistung. Das Modell verfügt über das Power Protect System von Bosch, dadurch soll eine gute Staubaufnahme und Reinigungsleistung sichergestellt werden, selbst wenn der Beutel stark gefüllt ist. Außerdem hat der integrierte Staubsaugerbeutel ein besonders großes Volumen. Im Vergleich zu anderen Modellen muss der Beutel seltener ausgewechselt werden und spart dadurch Kosten ein. Beim Kauf neuer Staubsaugerbeutel können Sie laut Bosch auch auf Dritthersteller zurückgreifen. Durch den sogenannten Ultra-Allergy-Filter wird ein Großteil der Pollen und Staubpartikel aus der Luft gefiltert. Das Modell ist somit auch für Allergiker geeignet. Kompaktes Gerät, niedriger Energieverbrauch, HEPA-Filter, großer Staubbeutel, vergleichbar schweres Gerät, FAQ. Welchen Aktionsradius bietet der Staubsauger von Bosch? Der Aktionsradius beträgt bei diesem Gerät laut Hersteller insgesamt 10 Meter. Wie hoch ist der Stromverbrauch von diesem Staubsauger? Der durchschnittliche Jahresverbrauch beim Bodenstaubsauger Moveon Mini BGL 25A 100 liegt laut Bosch bei 28 Kilowattstunden. Welches Zubehör ist im Lieferumfang des Bosch Moveon Mini BGL 25A 100 enthalten? Das Zubehör ist besonders vielfältig und befindet sich direkt am Staubsaugerrohr, um sämtliche